Kaum hat der Left 4 Dead-Entwickler Valve wohlgemerkt nach einer viel zu langen Wartezeit die richtigen Werkzeuge zur Verfügung gestellt, da erscheint auch schon die erste Mod-Kampagne, deren Qualität durchweg mit den Originalinhalten des Zombie-Shooters mithalten kann. Death Aboard, so der Name der neuen Kampagne, schickt sie aus einem Gefängnis durch eine verwüstete Stadt mit vielen Alternativrouten bis hin zu einem Hafengebiet. Das Besondere an der Mod, neben dem gelungenen Leveldesign und zahlreichen Spannungsmomenten wie dieser Szene in der Gefängniscafeteria, gelingt es der Fanerweiterung auch ohne Worte eine richtige Geschichte zu erzählen. Da sind die Umgebungen, denen man sofort ansieht, welche Schrecken hier stattgefunden haben, und da ist vor allen Dingen die Hoffnung auf eine erfolgreiche Flucht, die ihnen schon früh durch einen Blick auf den Hafen gegeben wird. Doch wie es sich für einen ordentlichen Zombie-Film gehört, stellt sich die vermeintliche Rettung spätestens im Frachtraum nur als weitere Lebensgefahr heraus. Diese Mischung aus cleverer Struktur und Liebe zum Detail sind es, die Death Aboard zu einem kleinen Spannungsmeisterwerk machen. Nice shot. Sicher noch kein Meisterwerk, aber immerhin ein kurioser Ausflug in verrückte Welten ist Cheeks of Steel. In der Unreal Tournament 3 Mod schlüpfen sie in die Rolle des Hamsters Harry und versuchen zusammen mit ihrem Flohbegleiter Tick die entführte Freundin zu retten. Spielerisch bietet Cheeks of Steel hauptsächlich Hüpfeinlagen, es gibt aber auch ein paar kleine Schalterrätsel zu lösen. Die technische Umsetzung lässt allerdings noch etwas zu wünschen übrig, hier lädt die Mod beispielsweise gerade nicht die richtige Spielfigur. Auch sonst können Grafik und Animation noch etwas Arbeit gebrauchen. Was aber schon jetzt jede Menge Vergnügen bereitet, sind die Präsentation und die Unterhaltung der beiden Helden. Das Ergebnis, Cheeks of Steel, ist nicht rund, aber immerhin skurril verrückt, wenn auch ein bisschen gaga. Why the hell were we in black and white? It's for dramatic effect. Ebenfalls noch längst nicht rund ist die Militärsimulation Arma 2. Das hält die fleißige Community natürlich nicht davon ab, schon wenige Wochen nach dem Verkaufsstart ein umfangreiches Repertoire an Mods bereitzustellen. Einige der interessantesten Fanerweiterungen möchten wir Ihnen hier kurz vorstellen. Da wären zunächst ein paar neue Fahrzeuge wie der NATO-Helikopter NH-90 und der aus Armed Assault bekannte Little Bird-Hubschrauber, die Sie in den Zufallsmissionen der Waffenkammer auch gleich probefliegen können. Für Soundfans gibt's mit der WOP-Sound-Mod überarbeitete Klänge, unter anderem für viele Waffen und für Explosionen. Und dank der Sound-AI-Mod lassen die Soldaten in Zukunft ein paar mehr Sprüche vom Band. Shit. We almost got your freaking head ventilated. Das gilt übrigens auch für Feinde, die ihn jetzt gerne mal hinterherbrüllen. Und zu guter Letzt schrauben die Hobbyentwickler auch an der Grafik. So macht die SAP-Clutter-Mod das Gras in Tschernarus ein ganzes Eckchen kürzer und erlaubt damit eine bessere Übersicht im Kampf. Die Lentex-Mod hübscht hingegen die Bodentexturen und die Küstenlinien der Militärsimulation auf. Ob es ihnen gefällt oder nicht, müssen sie selbst entscheiden.